Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Ich warte nicht auf dich, die Zeit wäre vergebens. Ich warte, latsch nur eine Weile in dieser Welt rum. Und auf dich zu warten, das wäre echt dumm. Ich habe ein paar Fragen. Ja, danke Lars, die haben wir tatsächlich zur Genüge. Doch wir fangen erstmal vorne an. Die Stadtwache Stralsund ist zum ersten Mal 2019 bei den Wallensteintagen auf dem Alten Markt in Erscheinung getreten. Seitdem ist scheinbar viel passiert. Als wir sie jetzt in ihrem Zeltlager auf Rügen besucht haben, ist aus dem bunten Haufen von damals eine richtige Gruppe geworden. Doch wie ist es eigentlich zur Gründung gekommen? Und dann endete das immer so in... Naja, wir könnten ja machen und wir müssten mal da was tun. Und dann haben wir gesagt, warum machen wir es nicht einfach mal? Ne? Dann haben wir zu zweit uns da hingesetzt und haben dann einfach mal so Rekrutierungsplakate, so Pseudo-Rekrutierungsplakate gedruckt, haben die erstmal so in den Geschäften in Stralsund, die wir so kannten, verteilt und haben gewartet, was passiert. Und standen dann quasi zu Wallenstein, zu zweit erstmal auf dem Markt und haben dann so geguckt, so mal gucken, was passiert. Und es sammelte sich dann gar lustiges, teils auch skurriles Volk, aber ja, und das hat sich dann so Stück für Stück ergeben. Bei den traditionellen Wallensteintagen kommen für gewöhnlich viele Reenactment-Gruppen aus ganz Deutschland und angrenzenden Ländern nach Stralsund. Ihre Aufgabe ist es, das historische Lagerleben, aber auch Gefechte aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges für das Publikum wieder aufleben zu lassen. Nur, eine Gruppe direkt aus der Hansestadt, die genau das tut, suchte man bisher vergeblich. Zum klassischen Reenactment zählen sich die Stadtwächter allerdings nicht, wie sie selbst oft betonen. Für sie zählen andere Dinge. Einer der wichtigsten Punkte ist der Spaß an Gemeinschaftserlebnissen und ungewöhnlichen Herausforderungen. Aber lassen wir die Wächter einfach selbst zu Wort kommen. Zum Anfang haben wir zu dritt da gesessen und haben sie überlegt. Eure helle Bade, präsentiert von Jens Burkhardt. Du willst nur meinen Bierkrug. Wo war stehen geblieben? Nein. Neben dem Spaß sollte man aber nicht vergessen, für was die Stadtwache eigentlich steht. Für die Männer und Frauen ist sie ein Medium, um sich aktiv an den Wallensteintagen und in das Leben der Stadt einzubringen. Noch suchen sie Leute, die ebenfalls Interesse haben, ein Teil der Stadtwache zu werden. Und viel muss man auch gar nicht mitbringen, wenn man dazugehören will. Wir haben so verschiedene Rollenspiele. Also jetzt nicht das, was ihr jetzt denkt, sondern dass man auch geschichtlich bestimmte Sachen darstellen kann. Und dazu fehlen uns natürlich auch Leute, die die Rolle, die sie übernehmen, auch leben. Also die das auch wirklich gerne machen. Ne? Ja, also wir brauchen Leute, wir suchen Leute. Sie sollen kommen und soll sich erstmal vorstellen und dann schauen wir. Und noch etwas sollte man mitbringen. Keine Angst vor dem Knall einer Kanone, denn laut wird es hier öfter mal. Erschreckst du auch dich noch eigentlich immer, wenn es so knallt? Nein, eigentlich nicht. Das sind wir ja gewöhnt. Das sind wir gewöhnt von den Wallensteintagen. Aber es gibt eben nicht nur Leute, die es auf Knalleffekte abgesehen haben. Jeder Einzelne hat in der Gruppe eine oder mehrere Aufgaben übernommen. Ja, der Kontakt ist entstanden durch unseren Bürger. Der sprach mich an, du bist Hobbyschmied, kannst du uns helfen? Da fing das an mit Kleinigkeiten, dass wir hier ein paar Scharniere für die Kanonen gemacht haben. Und später kam dann die Idee mit den Hellebarden, weil wir haben im Internet natürlich relativ einfache Produkte, wo man auch sieht, dass die einfach schnell gebaut wurden. Und es ging aber darum, wir wollten was Historisches, Originales herkriegen. Deswegen sieht man ja auch, dass diese Dinger sollen gebraucht aussehen. Da musste man auch einen Trick anwenden. Da habe ich beim Schmied gefragt, wie macht man das denn nun? Und wie wir sehen, ist es wirklich so, die Fläche wurde jetzt glühend gemacht und mit Kies und Schlacke vorsichtig eingehämmert, sodass also diese gebrauchte, halb verrostete Patina drauf ist. Meine Aufgabe in der Stadtwache ist, die Kostüme, also die Kleidung zu organisieren, rauszufinden, recherchieren und so weiter und so fort. Als ich in die Stadtwache reinging, wollte ich das immer so authentisch wie möglich haben. Also so, wie die Gruppe es auch will. Sehr viel Arbeit reingelegt damit, Überzeugungsarbeit und so. Und dann Vorschläge. Und dann kam das dann auch so langsam mal in die Gänge, dass es auch mal ein Ziel bekam. Klar ist, für all die verschiedenen Männer und Frauen ist die Stadtwache etwas ganz Besonderes. Das ist total eben ein witziger Haufen von Wahnsinnigen. Und
Es gibt Leute, die können singen, es gibt Leute, die wollen Schauspielern und wir haben halt so eine schöne Mischung von Verrückten, die irgendwie nochmal Teil vom Keks abbeißen wollen. So. Alle so in meinem Alter und ich habe da eine Menge Spaß. Einfach, ja, witzige Leute. Ich bin jetzt nicht so der Freund von dem Rumgeballer. Ich finde, das gehört irgendwie dazu, so zu der Zeit und das war, alle waren begeistert von der tollen neuen Technik. Ich persönlich bin ja eher jemand, der so Armbrüste eher sympathischer findet und die sind auch zweckmäßiger innerhalb von Stadtmauern so. Und bei Regen jetzt auch würden so eine Moskete jetzt nicht so gut funktionieren. Weil mir der Umgang mit den Leuten Spaß macht, weil wir wirklich viel Spaß haben und wir sind breit aufgestellt, musikalisch, künstlerisch, da ist für jeden was dabei und eben Teil von den Wallenstein-Tagen sein zu können, als Stralsunder eben auch. Ich bin stolz auf meine Jungs. Mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist eine tolle beste Truppe. Bund ist unser Gott. Ein guter Lehrer von allen. Trink fest und arbeit scheu, aber der Wache treu. Ja, das sind wir. Aus uns wird einmal nichts, aus uns wird zweimal nichts, aus uns wird dreimal nichts. Aus uns wird nichts. Wir sind eine kleine, radikale Minderheit. Und das nicht nur zur Sommerzeit. Naja, auch im Winter, wenn es schneit, fürchtet euch nicht. Auf die Elbe! Die Stadtwache Stralsund, ein lustiger und bunter Haufen, gegründet von Birger und Frank. Und hättest du gedacht, dass es mal so wird? Haben wir gut gemacht, oder? Sabine!